Krise, deswegen ja auch so viele, viele Beiträge. Und jetzt hören wir einen Beitrag zu Gewerkschaftskämpfen aus Griechenland von Real Democracy Now, Berlin. Hallo Leute, viele solidarische Grüße aus Griechenland. Ich würde euch jetzt ein paar über die griechische Gewerkschaftskämpfe berichten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, in ein paar Minuten über die Gewerkschaftskämpfe zu berichten, aber ich werde das trotzdem versuchen. Alles hat in 2010 angefangen, als die griechische Regierung das Memorandum unterschrieben hat mit Troika, mit der EU-Troika. Dann hat man, das hat die Sparmaßnahmen damals bezogen, die Kürzung der Löhne, der Rente, der Sozialleistungen, die Schließung von Krankenhäusern, von Universitäten und die Entlassung von Hunderttausenden von Angestellten des öffentlichen Dienstes ein. Aber die griechische Regierung und die Europäische Union und die Troika stießen auf den Widerstand der griechischen Arbeiter. Es wäre nicht so einfach, alle die Sozialleistungen in einem Jahr abzubauen. Insgesamt fanden damals in den nächsten 2 Jahren etwa 20 Generalstreiks statt, wobei Millionen von Arbeitern teilnahmen. Jedoch den Arbeitern wurde eine Falle gestellt. Die Führung der größten griechischen Gewerkschaftsbunden ist immer noch von der sozialdemokratischen Regierung, von der sozialdemokratischen Partei kontrolliert. Also die sozialdemokratische Partei nimmt an der Regierung teil, hat alle die Sparmaßnahmen gefördert und die konnten auch die große Gewerkschaftsbunde kontrollieren. Es war so, dass die Führung der Gewerkschaftsbunde arbeitete mit der Regierung zusammen und sorgte dafür, dass diese Kämpfe auf keinen Höhepunkt kommen. Die Führung hatte die Sache von vorne an verraten. Und obwohl die Regierung zu einem Absturz kam, man konnte die Sparmaßnahmen nur verschieben. Heute vertraut man in Griechenland nicht mehr der Führung der Gewerkschaftsbunde. Die Kämpfe werden mehr und mehr selbst organisiert. Ich habe ein paar Beispiele dazu. Als die Regierung wollte, dass jeder, der ins Krankenhaus kommt, 20 Euro bezahlt, besetzten die Ärzte und die Krankenpfleger die Kassen der Krankenhäuser, sodass alle die Patienten Zugang zu kostenloser ärztlicher Versorgung haben. Und das ist besonders wichtig in einem Land, wo viele, also über 30%, überhaupt keine Versicherung haben. Als die Regierung den öffentlichen TV-Sender, die öffentliche Fernsehstation entschloss, und das ist etwas, das zum ersten Mal in der EU passiert, dass eine Regierung eine öffentliche Fernsehstation schließt, dann besetzen die Journalisten und die Techniker die Gebäude, die Senderäume, die Antennenträger. Die ehemalige kontrollierte von der Regierung Journalisten sind jetzt in Griechenland frei, selbstorganisiert. Und in den Fernsehprogrammen sieht man nicht den Politikern der EU und der Regierung, sondern die Arbeiter, die kämpfen, die Streiks, die stehen jetzt im Vordergrund. Es gibt sogar eine Fabrik in Griechenland, die nachdem alle die Arbeiter entlassen wurden, dann die Arbeiter haben die Fabrik besetzt und jetzt funktioniert die Fabrik komplett selbst organisiert, ohne Chef. Natürlich ist es jetzt von großer Bedeutung, dass diese alle einzelnen Kämpfe und Fälle sich miteinander zu verbinden. Aber nicht nur durch den offiziellen Gewerkschaftsbunden, weil die am meisten immer noch von der Regierung kontrolliert sind. In den letzten Jahren hat man die Initiative Greifen in Griechenland auf eine selbstständige, selbstorganisierte Weise die verschiedenen Gewerkschaften zu verbinden. Das ist eine Initiative der verschiedenen antikapitalistischen Organisationen und der radikalen Linke, der sich Initiative der primären Gewerkschaften genannt hat. Die ersten Anzeichen dafür sind positiv und optimistisch. Aber man muss noch schauen. Letztendlich gibt es keine Anleitung für die Kämpfe unserer Zeiten. Das Wichtigste dabei ist, dass die Arbeiter langsam haben beginnen zu begreifen, dass die selber die Sache in die Hand nehmen sollen. Und was wir ihnen sagen sollen, ist, dass es nur eine Lösung gibt, nur eine Solution, Revolution.